Man sieht hier das Frontensystem und dahinter die deutlich kühlere Meeresluft. Es braut sich wieder was zusammen. Unwetter über Deutschland. Das Ganze prallt bei uns aufeinander. Damit zurück nach Hamburg. Und Sie nehme ich jetzt mal mit. Herzlich willkommen auf unserer Reise dorthin, wo unser Wetter entsteht. Dass sich die Hochs bei den Azoren bilden und die Tiefs bei Island, das wissen wir. Aber wieso gerade dort? Wie sieht es dort aus? Und was erleben die Menschen dort mit ihrem jeweiligen Wetter? Wir schauen es uns an. Erste Station, die Azoren. So stellt man sich die Azoren vor. Meer, Sonne, bunt, exotisch. Kein Wunder. Hier entstehen ja auch unsere Hochs. Merkwürdig ist nur, wer unter dem Stichwort Azoren im Netz recherchiert, findet gleich mehrere Videos, die so gar nichts mit Sonne und Strand zu tun haben. Sogenannte Crosswind Landings. Landungen bei starkem Seitenwind. So stark, dass der ein oder andere schon mal durchstarten muss. Und das sind alles Aufnahmen von den Azoren. Und auch bei meinem Anflug wackelt es ziemlich. Eigentlich kein Wunder. Zwischen den USA und Südeuropa, mitten im rauen Atlantik, liegen diese neun Inseln, die zu Portugal gehören. Der richtige Ort für spannendes Wetter. Das ist richtig tolles Azorenwetter, so wie man sich's vorstellt. Wenn man sich da hinten aber mal hinorientiert, dann sieht man, die Atmosphäre ist immer in Bewegung. Und nicht umsonst gibt es deswegen die alte Azorenweisheit: Wenn dir das Wetter nicht gefällt, dann warte einfach eine halbe Stunde. Dass diese Weisheit stimmt, kann man immer wieder selbst nachprüfen. Ein Straßenstück kann jetzt so aussehen und nur wenig später so. Und wiederum kurz danach so. Erste Erkenntnis, die Gleichung Azoren gleich ewiger Sonnenschein, die stimmt nicht. Um das Azorenwetter zu verstehen, erstmal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich Wetter überhaupt? Ich möchte Ihnen das in einer Animationsreihe erklären. Und die beginnt mit einer Ungerechtigkeit. Sonnenenergie auf dem Weg zur Erde. Doch dort kommt sie unterschiedlich stark an. Am Äquator trifft ein Sonnenstrahl steil auf. Er muss wenig Erdfläche erwärmen. Weil er an den Polen flacher einfällt, verteilt sich seine Wärme auf eine viel größere Fläche. Die Folge? Die Pole werden weniger aufgeheizt. Die Natur mag aber keine Extreme. Sie gleicht sie aus über Luftströmungen. Die heiße Äquatorluft steigt deshalb auf und will zum kalten Pol. In rund 16 Kilometern Höhe stößt sie an die Tropopause und muss ausweichen. Am Pol passiert das Gegenteil. Die kalte Luft sinkt ab und strömt nach Süden. Doch jetzt kommen die ersten Hürden. Davon später. Zurück zu den Azoren. Sie gehören zu den Subtropen. Und das Sub bedeutet, es ist hier nicht dauerhaft heiß wie in den Tropen. Auf der anderen Seite ist das Klima hier nicht, wie bei uns, von vier Jahreszeiten geprägt. Azorenklima heißt warme Sommer, milde Winter, die Temperaturen im Schnitt selten unter 11 und selten über 27 Grad. Das sorgt für eine faszinierende Vegetation. Subtropische Ananasplantagen hier und nur ein paar Kilometer weiter Allgäu-Ambiente mit Fleckvieh. Auch das touristische Highlight zeigt sich wetterwendisch. Die Kraterseen Lagoa Verde und Lagoa Azul auf der Hauptinsel São Miguel. Am schönsten sieht man sie von der Vista do Rei. Vista do Rei, ein wahrhaft königlicher Blick. Aber wenn man sich umdreht, dann sieht man das da. Da
Das sollte ein 5-Sterne-Hotel werden. 1983 begann ein französisches Konsortium mit dem Bau. Über die Gründe, warum es nicht fertig wurde, gibt es viele Versionen. Bankrott, Schlapperei, ein Spekulationsobjekt. Mir gefällt folgende Story am besten, wahrscheinlich weil sie mit Wetter und menschlicher Unzulänglichkeit zu tun hat. Dass die französischen Bauherren schlicht und einfach vergessen haben, dass dieser wunderschöne Blick ganz oft einfach so aussieht. Die Azoren und ihr Wetter. Wie schon gesagt, hier hilft nur warten. Am besten eine halbe Stunde. Wenn Sie sich fragen, weshalb das Wetter ausgerechnet hier auf den Azoren, wo wir ja das Azorenhoch haben, so wechselhaft ist, dann gibt es einen Schuldigen und das ist der Ozean. Das kann man hier wunderbar sehen. Draußen auf dem Atlantik gibt es jetzt Sonnenschein, aber die feuchte Ozeanluft wird hier gegen die Berge gedrückt, steigt auf, der Wasserdampf kondensiert und es bilden sich diese tief hängenden Wolken. Kann man auch wunderbar hier drüben sehen. Richtig tief hängen sie über den Bergen, berühren die Berge quasi. Und das ist der typische Azoren-Mix, bestehend aus Sonnenschein, aber eben vor allen Dingen vielen Wolken, Regenschauern und Wärme. Und das findet eine Pflanze besonders gut, die Europa sonst meidet. Und diese Pflanze liebt vor allem die Nordküste von São Miguel. Meine Reise führt mich zu einem Tourismusklassiker auf den Azoren, Chá Goiana. Bis vor wenigen Jahren Europas einzige Teeplantage. Und Madalena Motta ist dort die Chefin. Was mich als Meteorologen besonders interessiert, was hat das Klima der Azoren, was Resteuropa nicht hat? Warum wächst der Tee bevorzugt hier? It's more hot. Yes. This is so this is a black aromatic and this one a black strong. Oh yes. Madalena erklärt mir, welche Blätter sie für welchen Tee verwendet. Je kleiner und frischer die Triebe, desto edler das Ergebnis. Doch frische Triebe wachsen nur, wenn es genügend regnet. Sie braucht den Regen dringend, sagt sie, denn wenn die Sonne zu lange auf die Pflanzen scheint, werden die Blätter hart und ledrig. Kurz vor meinem Besuch hat es geregnet. Perfektes Teewetter also? Ja, sie liebt die Wolken. Keine Wolken, kein Tee. I like clouds. If I don't have clouds, I don't have tea. Ich lerne, Tee ist ein Sensibelchen. Der pH-Wert des Bodens bitte zwischen 5 und 6. Das Wetter feucht, aber nicht zu sehr. Sonne, ja, aber bloß nicht zu lange am Stück. Und dazu noch eine Durchschnittstemperatur zwischen 18 und 30 Grad. Erst dann kann in Chá Goiana geerntet werden. Und die Choreografie des Teemachens beginnt. Warum entstehen unsere Hochdruckgebiete eigentlich genau hier bei den Azoren? Ich will Ihnen das mal zeigen. Das hier, das ist die Erde und das ist der Äquator. Was bisher geschah? Äquatorluft ist aufgestiegen und will nun zum Pol. Nur, die Erde dreht sich. Ein Punkt am Äquator legt 40.000 Kilometer am Tag zurück, aber ein Punkt in Frankfurt nur etwa 25.000 Kilometer. Je weiter also Äquatorluft nach Norden kommt, umso langsamer scheint sich die Erde unter ihr zu drehen. Die Luft eilt voraus und wird so nach rechts abgelenkt, immer weiter, bis sie
etwa auf Höhe der Azoren, nicht mehr nach Norden vorankommt. Corioliskraft heißt dieser Effekt. Die Luft wird nun, da von hinten ständig Nachschub kommt, nach unten gepresst. Dort steigt deshalb der Luftdruck, Hochdruck eben. Was macht die Luft jetzt? Ein Teil fließt unten weiter Richtung Pol, der andere zurück zum Äquator und schließt damit einen Kreislauf. Die Hadley-Zelle ist entstanden. Meine Wetterreise führt in den Nordosten von São Miguel, eine Ecke, in der sich viele Einwanderer aus Deutschland niedergelassen haben. Ich besuche ein Ehepaar, das in 30 Jahren so etwas wie ein azorisches Wetterarchiv geworden ist. Das Jahr 86, das... Da hatten wir 9 Monate Regen gehabt. 9 Monate? Ja, 9 Monate Regen. Und er hat auch eine sehr schöne Bilderserie gemacht zu Frühling, ja. Sommer, Herbst und Winter. Regen, Regen, Regen. Das Thema Unwetter hat Bernd Kilian nicht nur mit dem Pinsel festgehalten, sondern auch mit der Kamera. Sein Fotoalbum ist eine Chronologie aus Sturm, Regen und Schlammlawinen. Das war ein Abbruch. Das war ein Abbruch. Ja. Das sieht man vielleicht. Immer so. Ja. Hier sieht man den Verlauf der Straße. Das ging hier vorbei, ja. Da ist die ganze Straße abgerutscht. Ja, ins Meer. Durch starken Regen. Ja. Das ist eine Straße bei Ajuda. Mhm. Die war auch ganz weggespült. Ach, die ist hier vorher lang gelaufen? Ja, die ging hier lang. Oh Gott, ne, und das war ganz weg. Das ist bei uns. Da ist die Schlammlawine durchs Haus gegangen. Ach Gott, das ist jetzt... Hat das Haus leer gespült. Ja. Und das ist hier bei uns die Ecke. Die ist zweimal weggespült worden. Einmal hier nur zur Hälfte. Ja. Da ist also nur ein Teil von der Straße geblieben und jetzt vor 3 Jahren, das war sie ganz weg. Das war sie ganz später. Das kommt später. Okay. Ja. Das war jetzt Weihnachten 96. Das ist natürlich auch ordentlich. Da war auch das Hauptwetter kam vom Süden. Wir haben auch hier schlimmes Wetter gehabt, aber die Südseite, die war so richtig in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier waren also 5 Schiffe ineinander verkeilt. Ja, das sieht man hier. Ja. Das sieht aus wie ein Hurricane. Ja, das war so. Spektakulär mit diesen Schiffen. So sahen die Container aus, die sie aus dem Wasser gefischt hatten. Ach du meine Güte. Wie Zigarettenpackungen, die man zerknüllt. Ne? So die Container. Da merkt man ja auch die Kräfte vom Wasser. Ne? Viel los auf den Azoren, würde ich mal sagen. Ja. Aber sie fühlen sich weiterhin wohl hier. Sehr wohl, im Grunde genommen, ja. Sehr schön, das spürt man. Ja. Auswandern auf die Azoren, das heißt mit der Natur leben können und müssen. Auch mit Erdbeben. Es war nachmittags um 4 Uhr, wir hatten gerade wollten Kaffee trinken und auf einmal ging das los, dass alles wackelte und die Bilder an den Wänden wackelten. Da haben wir gesagt, erstmal raus. Damals war dieser Vorbau noch nicht, wir sind einfach geradeaus raus. Aber Sie haben sofort gewusst, das muss ein Erdbeben ja, sein. Ja, das hört man, das hört man. Ach nee, das erste Erdbeben. Ich leicht die Panik. Na gut, das erzähl ich später. Und wir sind rausgerannt und beim Rausrennen hat man das Gefühl gehabt, man läuft in so ein Tal und dann geht es wieder hoch und dann läuft man wieder runter. Also der ganze Boden ging hoch und runter. Wir haben auch wirklich das gespürt oder gehört, wie das wegging von uns. Ne? Der Grund für diesen unruhigen Untergrund, bei den Azoren treffen 3 Kontinentalplatten aufeinander. Diesen Leuchtturm erwischte es 1998. Und ein paar Kilometer entfernt in Riberinha diese Kirche. Erdbeben sind auf den Azoren häufig. Eine weitere Folge dieser Unruhe im Boden, die Vulkane. 8 der 9 Azoreninseln sind vulkanischen Ursprungs. Das zum Beispiel ist der Picu auf der gleichnamigen Insel. 2351 Meter, der höchste Berg Portugals. Auf der Nachbarinsel Faial steht der jüngste Azorenvulkan, der Capelinhos. Eine felsige Aschewüste mit einem markanten Leuchtturm mittendrin. Am
Am 27. September 1957 bricht der Kapellinius aus und speit 12 Monate lang tonnenweise Asche. Am Ende ist eine neue Landzunge geboren, 2,4 Quadratkilometer groß. So entstanden auch die anderen Vulkaninseln. Nach jeder Eruption waren sie ein Stückchen größer. Vor dem Ausbruch hatte der Leuchtturm direkt an der Steilküste gestanden, jetzt einige hundert Meter im Landesinneren. Da der Kapellinius ein vergleichsweise harmloser Vulkan war, wurde er für viele Monate das Fotomotiv für azorianische Familien. Das hier, das ist Vulkanismus in seiner angenehmsten Form. Luis Arruda, der wird mir gleich zeigen, wie man den Cozido das Furnas vorbereitet und zubereitet. Denn das ist die große Spezialität der Insel São Miguel. Und er wird mir auch zeigen, was das Ganze mit Vulkanismus zu tun hat. Luis, now you will show me what you have to do. Okay. Luis ist Koch in Furnas und bereitet den Cozido fast jeden Tag zu. Sein Rezept? Kohlblätter, Weißkohl, mariniertes Fleisch, Würste und rohes Fleisch, Gemüse, nochmals Fleisch und, wichtig, ein Schweinsohr. Nochmals Kohlblätter, Tuch drauf, Deckel drauf, noch ein Tuch und zubinden. Dann geht es zu einem Gelände, an dem uns ein dampfendes Loch zugewiesen wird. There we go. Oh, perfect. That's nice. Wow. Dort gart das Ganze dann. Jetzt dauert es 7 Stunden. Slow Food eben. Was hat es mit diesen dampfenden Löchern in Furnas auf sich? Das Städtchen erkennt man schon von Weitem. An seinen charakteristischen Dampfsäulen. Überall im Ort raucht, zischt, blubbert, brodelt und kocht es. Und es riecht penetrant nach Schwefel. Über 20 Quellen sprudeln hier, manche bis 100 Grad heiß. Die Einwohner schätzten das Vulkanwasser schon immer zum Baden, Spülen und Wäschewaschen oder eben zum Kochen. Ah, der Cozido ist fertig. Da ist all das drin, was uns das Hoch hier bei den Azoren so liefern kann, zum Beispiel Yams. Aber Hochdruckgebiete, die können sie auch zu richtigen Katastrophen ausweiten, wie zum Beispiel im Sommer 2003. Michaela hieß das verheerende Hitzehoch im Sommer 2003. Wochenlang Temperaturen um 40 Grad in ganz Europa. Überall herrschte Dürre. Schuld ganz einfach ein mächtiges Hochdruckgebiet, was sich über Mitteleuropa festsetzt und diese Heißluft aus Spanien immer weiter zu uns, vor allem in den Südwesten, nach Deutschland bringt. Mit fatalen Konsequenzen für die Menschen. Immer mehr kollabieren oder werden dehydriert in Kliniken eingeliefert. Die Todeszahlen gehen schnell in die Tausende. Hart betroffen auch Frankreich. Allein in Paris gibt es 3000 Hitzetote an nur einem Tag. Hitzekatastrophe und Schönwetter, die zwei Gesichter des Azorenhochs. Das war's von den Azoren. Und jetzt fliegen wir nach Island, wo unsere Tiefs entstehen. Aber wieso entstehen die da? Auch das will ich Ihnen wieder zeigen. Und dieses hier ist jetzt wieder unsere Erde. Und das der Äquator. Zur Erinnerung. Die Luft, die zum Äquator zurückfließt, hat die Hadley-Zelle gebildet. Was passiert aber mit der Luft, die weiter zu den Polen will? Sie kommt nur bis etwa zum 60. Breitengrad, weil sie dort auf Gegenwind stößt. Kalte Polarluft, die Richtung Äquator strömt. Den Luftmassen bleibt nur eines, nach oben ausweichen. Dadurch lässt am Boden der Druck nach, eine Tiefdruckzone entsteht. Die aufsteigende Luft kühlt ab, Wasserdampf kondensiert, Regenwolken bilden sich. Ein Teil der Luft strömt nun zum Pol zurück, die andere Richtung Äquator. Zwei weitere Zellen sind so entstanden, Polar- und Ferrell-Zelle. Da, wo sie sich berühren, liegt Island, die Heimat unserer Tiefs.
Das hier ist ein wundervoller Sommerabend in Island. Und deswegen kann man ein Klischee mal sofort über Bord werfen, nämlich, dass es hier ständig grau und kalt ist und dass die Isländer ständig schlechte Laune hätten. In allen Untersuchungen von Glücksforschern nämlich nehmen die Isländer stets Spitzenplätze unter den glücklichsten Völkern der Welt ein. Und dementsprechend ist das der erste Eindruck von Island. Reykjavik, eine lebensfrohe Partystadt mit aufregender Architektur. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich die ungestüme Natur der Insel. Diese Schilder im Hafen haben über 1000 vor Island gesunkene Schiffe aufgelistet. Allein zwischen 1930 und 1938 waren es 128. Nummer 88, ein deutscher Fischtrawler, Nummer 89, ein französisches Segelschiff. Und das sind nur die Schiffe über 12 Tonnen. Diese Naturgewalten, die den Schiffen zum Verhängnis wurden, kriegt man auch als Tourist häufig zu spüren. Vor allem für Radfahrer und Wanderer kann der Wind zu einer wahren Geißel werden. Denn Island ist eine der windigsten Ecken Europas. Jetzt haben wir hier mal Windstärke 6 bis 7 und das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie einfach man sich seine eigene Wetterkarte machen kann. Sie stellen sich einfach mit dem Rücken zum Wind, breiten die Arme aus, drehen sich um etwa 30 Grad, dann ist links das Tief und rechts das Hoch. Um dieses wilde Land kennenzulernen, braucht man zwei Dinge: ein Geländefahrzeug und einen guten Guide. Jon ist Isländer, hat aber lange in München gelebt und spricht deshalb fließend Deutsch. Es ist jetzt Anfang August und wir sind hier nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Und wenn man da hinten in die Berge reinschaut, dann sieht man, oberhalb von etwa 500, 600 Metern liegt immer noch der Schnee. Es war jetzt allerdings auch ein sehr schneereicher Winter, aber man muss auch überlegen, durch Island verläuft im Juli, im wärmsten Monat, die 10 Grad Isotherme. Das heißt, die Temperaturen liegen im Durchschnitt eben bei 10 Grad. Bei uns in Deutschland sind es aber 18 oder 19 Grad. Island ist also kein klassisches Land für den Strandurlaub, aber ein Paradies für Wanderer. Das ist er und für seinen Namen habe ich wahnsinnig lange geübt, der Eyjafjallajökull. Und Sie kennen ihn alle. Sein Ausbruch im April 2010 ging wochenlang durch die Nachrichten, weil seinetwegen weltweit 100.000 Flüge ausfielen. Besonders beeindruckend sind diese Flugaufnahmen. Schauen Sie genau hin. Immer wieder sieht man die Schockwellen der Eruption durch die Aschewolke wandern. Achtung! Jetzt! Ich treffe den Mann, der diese seltenen Aufnahmen gemacht hat. Omar Ragnarsson. Er geht mit mir auf einen Rundflug, der zeigt, dass Vulkanismus sehr viel mit Wetter zu tun haben kann. Omar Ragnarsson war früher Sänger, Schauspieler, Journalist. Jetzt ist er Naturaktivist und Pilot aus Leidenschaft. So harmlos sieht der Vulkan heute aus. 2010 befürchteten Piloten, dass die Asche Triebwerke zerstören könnte. Das Problem? Die Wolke hatte sich ausgebreitet, angetrieben von derselben Kraft, die auch Hochs und Tiefs zu uns wandern lässt. Da, wo sich Ferrell und Polarzelle begegnen, stoßen warme Äquator und kalte Polarluft aufeinander. Weil warme Luft sich stärker ausdehnt, entsteht ein Druckunterschied, der mit größerer Höhe immer stärker wird. Den gleicht die Natur aus, durch Wind. Der Jetstream entsteht.
Ein Starkwindband, das bis zu 500 Kilometer pro Stunde schnell sein kann. Aber dieses Band beult sich aus, zum Beispiel weil Temperaturunterschiede nicht überall gleich groß sind oder Gebirge im Weg stehen. Diese sogenannten Rossby-Wellen wandern nun um unseren Planeten. Sie schieben die Hochs und Tiefs zu uns, aber auch alles andere, was sich dort in der Luft befindet. Zum Beispiel Vulkanasche aus Island. Alle etwa 200 Jahre bricht der Eyjafjallajökull aus, erzählt Oma. Jetzt sei hier also erstmal Ruhe. Dann fliegt er mich zu einem weiteren isländischen Schicksalsvulkan. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht, meint Oma, der Laki, eine Kette von 140 Kratern. Und das Besondere an dieser Vulkankette ist, dass sie nicht nur über Jahre unser Wetter bestimmt hat, sondern quasi auch Weltgeschichte geschrieben hat. Wenn man es zugespitzt formuliert, bedeutet das, dass die Französische Revolution 1789 nicht in Paris ausbrach, sondern 6 Jahre zuvor an dieser Stelle. 8. Juni 1783. 8 Monate lang wird der Laki-Ausbruch dauern und ist damit einer der größten historisch dokumentierten. Ein mehrere Kilometer breiter Lavastrom entsteht, eine Größenordnung, die man sich nur vorstellen kann, wenn man mal, wie ich hier, mittendrin gestanden hat. Die Folgen für Island sind verheerend. Erst wurden die Weiden zerstört, dann starb das Vieh, dann ein Drittel der Bevölkerung an Hunger. Doch dann zog die zähe Aschewolke weiter Richtung Mitteleuropa und bremste dort über mehrere Jahre die Sonneneinstrahlung. Überall sanken die Temperaturen, im Winter fielen immense Schneemassen, die nach der Schneeschmelze verheerende Hochwasser auslösten. Die wiederum dutzende Brücken mit sich rissen, wie hier im Frühjahr 1784 in Heidelberg. Doch es kam noch schlimmer. Eine ganze Serie von kalten Sommern mit ständig schlechten Ernten setzte ein. Überall kam es zu Hungerrebellionen. In Frankreich überfielen hungernde Waffenarsenale, um sich Gewehre zu verschaffen. Eines davon am 14. Juli 1789, die Bastille in Paris. Natürlich war der Ausbruch des Laki nicht die Ursache für die Französische Revolution, aber einer der maßgeblichen Beschleuniger. Wenn man so will, kostete also dieser Ausbruch dem König und seiner Familie den Kopf, während ein anderer unsterblich wurde. Jon Steingrimsson, das ist nämlich der Dorffahrer dieses Dorfes nahe der Ausbruchstelle gewesen. Auf den ersten Blick erinnert nichts daran, dass man sich hier auf historischem Boden befindet, dass hier am 20. Juli 1783 ein kaum fassbares Wunder geschah. Der Ort des Wunders, eine kleine Holzkirche, ist verschwunden. Heute steht hier diese moderne Kapelle. Auch von dem Mann, der das Wunder vollbrachte, existiert nur diese Grabplatte, sonst nichts. Kein Porträt und keine Büste. Den Ausbruch des Laki rund 35 Kilometer entfernt hatte Pfarrer Steingrimsson von Anfang an als Strafe Gottes für das lasterhafte Leben der Isländer empfunden. Einige Tage nach dem Ausbruch war er auf einen nahen Berg gestiegen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und aus der Luft kann man am besten den Schock über das nachempfinden, was er da sah. Den gewaltigen Strom aus glühender Lava. Und er floss geradewegs auf sein Dorf zu. In wenigen Stunden würde er es erreicht haben. Eigentlich hätte Steingrimsson sofort alle im Dorf zur Flucht auffordern müssen. Doch er tat das Gegenteil. Denn einer Gottesstrafe kann man nicht entkommen. Man muss sie annehmen. Er bat seine Gemeinde in die kleine Kirche, deren Grundmauern man hier noch sieht. Und dann begann Eldmessan, die Feuerpredigt. Stundenlang bekannte man sich zu seinen Sünden, betete und sang gegen den Lavastrom an. Was dann an diesem 20. Juli 1783 geschah, erfahren wir 2 Kilometer außerhalb des Dorfes von diesem Mann, Sverrir Valdimarsson, ein Nachkomme von Jon Steingrimsson.
kurioser Ort. Überall stehen die Autos und Traktoren, die er und sein Vater einmal gefahren haben. Er lebt hier schon seit wie vielen Jahren? Sverre, hvað ertu búin að búa hér lengi? Ég var bara í alla mína tíð. Já, það ekki? Seit über 70 Jahren wohnt der alte Herr schon auf dem Anwesen. Er selbst ist über 80. Und dann führt er uns an die Stelle, die in Islands Geschichte eingegangen ist. Also hier ist die Lava zum Stillstand gekommen, ja. Während dieser Messe, die am Sonntag in August 1783 gehalten wurde. Von Jón Steingrímsson. Genau das. Nochmal, während Steingrímsson seine Feuermesse hielt, stoppte der Lavastrom genau hier. Ein Wunder. In Sichtweite die ersten Häuser, das Dorf war gerettet und Jón Steingrímsson fortan eine Legende. Der Mann, der sich der Gefahr stellte, anstatt davonzulaufen. Und deshalb kennt in Island jedes Kind diesen Ort hier. Kirkjubæjarklaustur. Also du meinst doch Kirkjubæjarklöster. Ach so, Kirkjubæjarklöster. Kirkju. Kirkju. Bæjar. Bæjar. Klöster. Klöster. Ah, es entwickelt sich. Doch. Kirkjubæjarklöster. Ha! Meine Reise geht weiter vorbei an den charakteristischen Tafeln, die die Temperatur auf den Bergpässen anzeigen. Und überall Dampf. 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 Das ist eine besonders spannende Stelle hier. Das ist die Brücke zwischen den Kontinenten. Das heißt, der mittelatlantische Rücken mit seinem Grabenbruch verläuft hier mal nicht unterhalb, sondern oberhalb der Meeresoberfläche. Dort ist die eurasische und dort die amerikanische Platte. Und die driften mit etwa 2 Zentimetern pro Jahr auseinander. Das heißt also, Island wird regelrecht zerrissen. Und das wiederum erklärt natürlich, warum Island ein geologisch so unruhiges Pflaster ist. Die raue Landschaft macht einem schnell klar, woher hier die meisten Nahrungsmittel kommen müssen. Aus dem Meer. Und man versteht ein wenig besser, warum sich Island hier stets gegen Beschränkungen wehrt. Gegen Fangquoten, gegen das Walfangverbot, für mehr Schutz der eigenen Fanggründe. Jeder 10. Isländer hat etwas mit Fischerei zu tun. Einer von ihnen ist Simon Sturluson. An den isländischen Küsten treffen mehrere warme und kalte Meeresströmungen aufeinander. Das sorgt für einen extremen Artenreichtum, aber auch für extremes Wetter. Selbst ein isländischer Seebär wie Simon nutzt heutzutage Wetter-Apps. Ja, it's the temperature and it's the wind. It's east northeast 4. It's very good weather. Ja, this means still. Ich schaue immer nach dem Wind, meint er, und ich rede immer vom Wind. Er ist einfach das Wichtigste hier. It's the only important thing. Doch selbst ihn erwischt es immer mal wieder. I was scared. Yeah. Very scared. Yeah. Sein schlimmstes Erlebnis war ein Schneesturm, yeah, der so heftig war, dass die Scheibenwischer den Schnee nicht mehr von den Scheiben wegbekamen und er nichts mehr sehen konnte. They have not, yeah, they cannot move the snow. And okay. It was dark. I cannot see anything. And it was und draußen schlugen Böen und Wellen immer schlimmer gegen sein Schiff. Es ging gut aus, aber damals hatte er richtig Angst. And I was very scared. Und dann erleben wir die andere große Naturkraft, die Strömung. Simons Schiff ist plötzlich umgeben von schnellen Strudeln. Hier ist es jetzt wahnsinnig spannend, denn der alte Kahn kämpft jetzt so richtig gegen die Strömung an. Das ist die Ebbe, die jetzt kommt. Aus dem Fjord will das Wasser raus. Wir haben hier die Engstelle und das bedeutet wahnsinnig intensive, starke Strömung. Wenn man mal darüber guckt, kann man wunderbar sehen, dass man im Vergleich zum Land praktisch überhaupt nicht mehr vorankommt. Und jetzt kriege ich zu sehen, was Simon aus dem Meer holt. Neben Muscheln ist das Zuckertang, eine Braunalgenart.
Er verkauft ihn getrocknet für Suppen oder Salat. Zuckertang enthält viel Jod, soll sehr gesund sein, sieht aber ziemlich glibberig aus. Und dann beißt Simon auch noch rein. Wie seine Schafe, die er damit füttert. Okay, we do it like sheep in Iceland. Ja, sehr schön. Schmeckt überraschend gut. Ein bisschen sehr salzig vielleicht. Aber das erspart schon das Nachsalzen, mein Simon. So sieht also die Gegend aus, in der ein Großteil unserer Tiefdruckgebiete entsteht. Meistens bringen sie Regen und Wind, manchmal einen Sturm und manchmal auch einen richtig deftigen Orkan. So wie am 26. Dezember 1999, denn da kam Lothar. Kurz vor Ende des Jahrtausends wirkte der Sturm wie ein Fanal dessen, was der Klimawandel künftig bringen könnte. So richtig zum Sturmtief wurde er erst bei Irland, dann schlug Lothar eine Schneise der Zerstörung, erst in Frankreich, dann in der Schweiz. Das Ganze ist dann quer über Deutschland auf einer sehr, sehr südlichen Bahn gezogen, mit 974 mittags, dann hier mit den Orkanböen über Deutschland und die waren wirklich deftig. Und wie deftig diese Böen waren, möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Im Windkanal des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln. Die Ingenieure dort werden die Windgeschwindigkeit langsam steigern. Von 0 auf Lothar. Auf mich wartet Windstärke 12. Schon ab Windstärke 8 versteht mich der Tonkollege kaum mehr. Und bei Stärke 12 wird nicht nur das Sprechen, sondern auch das Stehen fast unmöglich. Was ich hier zu sagen versuche, jetzt hat der Wind die Geschwindigkeit der stärksten Lothar-Böe erreicht, die an der Station Feldberg gemessen wurde, kurz bevor sie ausfiel. 212 Kilometer pro Stunde. Müssen Sie sich das mal überlegen, das waren 212 Kilometer pro Stunde. Man muss richtig schreien, das hält man kaum aus. Ohne den Gurt, ich sagte es gerade, hat man keine Chance, sich mehr festzuhalten. Das waren jetzt 426 Kilogramm, die etwa auf meinem Körper lasteten. Und das ist viel. Die größte Gefahr bei Lothar lauert aber hier. Im Atomkraftwerk Le Blay, nur 60 Kilometer von Bordeaux entfernt. Teile des Reaktorgebäudes und des Kühlsystems werden überflutet. 12 Jahre später führt ein ähnliches Szenario in Japan zur Katastrophe. Erst seit Fukushima kann man ermessen, welchem Desaster Mitteleuropa hier entgangen ist. Die letzte Etappe in Island führt mich zurück nach Reykjavik. Und sie ist voller unterschiedlichster Eindrücke. Island-Ponyherden auf der Straße, das blutige Geschäft in Walschlachtereien, die aluglitzenden Heißwasserkraftwerke. Ich habe mich mit einer Kollegin verabredet. Sie ist die Wetterfrau im isländischen Fernsehen RUV. Birta Liv Kristinsdóttir. Birta und ich haben beide an einer internationalen Klimaschutzaktion der Vereinten Nationen teilgenommen. Ein Wetterbericht für einen Sommertag 2050. Sie für Island, ich für Deutschland. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter am 7. August 2050. Und der Sommer. Birta meldete einen Temperaturrekord von fast 33 Grad in Island. Und ich, Tropenwetter für Deutschland. Und dann kommt die große Hitze zu uns zurück am Mittwoch. Werte über 40 Grad in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und auch Bayern. Birta hat, wie ich, Meteorologie studiert. Ich möchte von ihr wissen, welche Symptome des Klimawandels sie in Island beobachtet. Seit dem Jahr 2000, meint sie, ist es wärmer geworden. Manchmal um 3 bis 4 Grad, wie im Sommer 2014. Es gibt einen steten Temperaturanstieg, das könne man sehr deutlich erkennen. You can see it very clearly. Und dann ein ganz anderer Aspekt von Wetter.
die Küche eines Landes als Spiegel ihrer klimatischen Möglichkeiten. Birta führt mich zu einer Kostprobe isländischer Spezialitäten. Aber was für Spezialitäten? Abgeflammte Schafköpfe. Sauer eingelegte Schafhoden. Und Haukattel, besser bekannt als Gammelhai. Dazu Gemüse und Steckrübenpüree. Bjarni Alfredsson ist eine Streetfood-Legende in Reykjavik. Er kultiviert diese Esstradition. Erster Gang, die Schafhoden. Also, das Rübenpüree schmeckt schon mal gut. Sven, es gibt doch auch diese Lammhoden, also nicht nur, also ja eben, okay. Nicht nur Steckrübenpüree essen, gell? Ich freue mich schon sehr auf die Lammhoden. Ja. Also das sind jetzt die Lammhoden. You like it? Ja, ja. Naja, man will ja nicht unhöflich sein. Das ist sehr schön. Most people. Ja. Nächster Gang, der Schafkopf. Ich lerne, da in Island kaum Getreide wächst, musste man von den kostbaren Tieren leben und verwertete deshalb alles, wirklich alles. Hoden, Augen, Ohren und hier gerade die Zunge. Yes. Here's the tongue. This is the tongue of the... Yeah. Yes. This is the most famous one. Yeah. I see. And you eat that. Yeah. I understand. Yes. No. Aber nicht schlecht. Yes? Dann der Höhepunkt. Haukattel, Hai, aber alles andere als fangfrisch. Jon, wie alt ist der Hai jetzt in dem Fall? Der könnte etwa 6 bis 8 Monate gebraucht haben, ja, bis er fermentiert ist. Der ist fermentiert. Haifleisch enthält zu viel Harnstoff, um es zu essen. Deshalb lässt man es einfach so lange liegen, bis sich der Harnstoff verflüchtigt hat. Nur parallel dazu setzen auch Verwesungsprozesse ein. Und so schmeckt der Haukattel auch, heißt es. Der Kenner taucht es deshalb in Schnaps. Nicht zu kurz. Und? Auch nicht schlecht. That's good. Ah, yes. Lecker Bissen. Yes. Gaul. 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 Zum Wohle. Prost. Ich werde immer wieder gefragt, was der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist. Und Wetter ist das, was ich jeden Tag vor meiner eigenen Haustür spüren kann. Klima hingegen, das ist Statistik. Mindestens über 30 Jahre gemitteltes Wetter. Und erst wenn sich da ein gravierender Trend ergibt, dann spricht man von einem Klimawandel. Und wie ein solcher Klimawandel aussehen kann, dazu gibt es eine hochspannende Geschichte, nämlich das rätselhafte Verschwinden der Normannen aus Grönland. Genau dazu gibt es mehr in der zweiten Folge.